5. April 2019, 15.53 Uhr, Russland, erster deutscher Gegner beim Deutschlandcup. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet gegen den Vorjahressieger Russland in den Deutschlandcup in Krefeld. Die Auswahl des Olympiasiegers ist am 7. November, 19.45 Uhr, der erste Gegner des Gastgebers. Zudem trifft das Team vom Bundestrainer Toni Söderholm zwei Tage später, 13 Uhr, auf die Schweiz und zum Abschluss am 10. November, 14.30 Uhr, auf die Slowakei. Der Vorverkauf für die Tagestickets beginnt am 10. April.